Die Bilanz der letzten Jahre bei diesem Duell ist verehrt vernichtend. Von den letzten 16 Spielern hat RWE nur eines gewonnen, das ist 9 Jahre her. Auf ihm liegen heute alle Blicke. Maximilian Ponyschew im November bei Rot-Weiß, nach 5 Monaten suspendiert. Seit Mitte Januar jetzt bei Pele Wollitz. Heute der erste Startelf-Einsatz für Ponyschew. Florian Gerber, erstes Pflichtspiel für seine Mannen. RWE ja mit 3 Abgängen neben Ponyschew, auch Cabral und Beek nicht mehr dabei. 6000 live im Steigerwald, rot-weiß in den angestammten Farben. Von rechts nach links in dieser ersten Halbzeit. Hairula geht hinterher, da kommt Muteba und der klaut Kampulka den Ball. Muteba nimmt Michael Seaton mit, in der Mitte wartet Hairula. Ein bisschen verstolpert, auch Jonas Hildebrand, der Kapitän der Cottbusser, ist da noch dran. Erste gute Chance für die Gastgeber nach 90 Sekunden. Erfurt sehr lebendig in dieser Anfangsphase. Wieder der lange Ball auf Seaton. Kommt direkt zurück. Das ist Hairula. Toller Steckpass auf Michael Seaton. Seaton macht das Tor gegen Alexander Sebald. 1-0 Erfurt nach 11 Minuten durch den Jamaikaner. Toll aufgelegt von Romario Hairula. Und dann das 10. Saisontor für Michael Seaton. Direkt über die Schulter von Sebald. Nichts zu machen. Und wie hat's der Block erlebt auf der anderen Seite? Die sind zwar 100 Meter entfernt, aber natürlich absolut euphorisch. Toller Start für die Gastgeber. Erfurts Keeper Lukas Schellenberg, der ja das interne Duell gegen Jean-Marie Plath gewonnen hat, zunächst wieder die Nummer 1 im Erfurter Tor. Badou mit dem langen Ball auf Hairula gegen Hildebrand. Warum kommt Sebald denn da raus? Nächste große Chance für Erfurt durch Hairula. Ponyschew tut sich schwer gegen sein altes Team, zieht hier allerdings das Foul gegen Badou, der dafür auch die gelbe Karte sieht. Und das ist eine tolle Freistoßposition für Tim Heike, der 11-Tore-Mann. Außennetz. Knappes Ding nach 25 Minuten. Tim Heike, der Topstürmer des FC Energie Cottbus. Dann Eckball für die Gäste aus der Lausitz. Zunächst geblockt. Prokopenko, der Ex-Jener, setzt gut nach. Muteba eher mit der unfreiwilligen Vorlage. Wieder für Tim Heike, der bisher gegen Erfurt in allen Spielen, die er bestritten hat, gegen den FC Rot-Weiß getroffen hat. Auch hier fehlt nicht viel. Zur Halbzeit 1-0 für Erfurt. Durchaus verdient für das Team von Fabian Gerber. Cottbus bringt 3 neue zur Halbzeit. Brettschneider, Ndualo und Euschen. Die Lausitzer jetzt griffiger. Das ist Euschen und der Ball ist im Tor. Aber die Fahne da oben ist schnell oben. Es ist abseits. Nach 48 Minuten fast der Ausgleich. Aber der Schuss von Hofmann kommt in dem Augenblick, als Euschen schon im Abseits steht, absolut korrekt, das zurückzupfeifen. Cottbus drückt Pelivan. Weinhauer verschätzt sich. Brettschneider, schöner Ball nach rechts. Und Ndualo mit langem Schritt. Gerber sauer, so einfach. Dieser Fehler von Weinhauer. Und dann ist es ein zu langer Schritt. 52. Minute, nächste gute Chance zum Ausgleich für Cottbus. Erfurt kompakt, versucht mit viel vertikalem Spiel die Räume zu überbrücken. Das geht rasend schnell. Schon wieder Hairula. Schöner Pass auf Romain Gall und der Amerikaner trifft. 2-0 nach 57 Minuten. Romain Gall. Kampulka winkt ab, will hier vielleicht auch ein Abseits gesehen haben. Schauen wir uns gleich an. Erster Saisontreffer für den Amerikaner und es ist kein Abseits, weil Nico Brettschneider hier rechts es aufhebt, der Mann mit der 28. Ja, erstes Saisontor für Gall, das erste Tor für Erfurt für ihn, das erste Tor in Deutschland überhaupt für den Außenbahnspieler. Halbe Stunde Zeit für Cottbus, die wütende Antwort des FC Energie, das große Aufbäumen, es bleibt aus. Jonas Hofmann probiert es dann nochmal aus 25 Metern, Lukas Schellenberg aber ist da. Erfurt bringt das 2-0 clever ins Ziel. Wenn man nicht bereit ist und nicht
keine Lösung findet, weil man sich auch nicht dementsprechend bewegt, dann kann man auch nichts mitnehmen. Dann reichen auch nicht 10 Minuten kurz nach der Halbzeit aus, wo man dann glaubt, jetzt geht das Spiel in eine andere Richtung. Nein, wir waren heute nicht gut. Die Jungs haben heute über 90 Minuten wirklich komplette Spielzeit, ein sehr, sehr souveränes, sehr ja, Mannschaftsteamleistung geschlossenes Spiel abgeliefert und dafür ein Riesenkompliment. Der FC Rot-Weiß Erfurt mit einem Top-Start ins neue Jahr gewinnt gegen den Favoriten aus Cottbus, verdient mit 2:0.